Die Funktion als Schutzengel habe ich tatsächlich, wenn man den schönen Rückmeldungen auch Glauben schenkt, die ich ab und zu erfahre, die mir dann sagen, das ist interessant, damit ein Gesicht verbinden zu können. Ich heiße Martje Salier, ich bin seit dem 01.01.2014 die Türmerin in Münster auf der St. Lamberti-Kirche. Ich bemühe mich immer, um 8:30 anzukommen mit dem Fahrrad hier am Turm. Dann schließe ich mein Fahrrad ab, schließe die Turmtür auf, gehe 300 Stufen nach oben, ruhe mich zwischendurch auch mal aus, um den Ausblick zu genießen. Und freue mich über die Geschichte live zum Anfassen mit den alten Wiedertäuferkörben und die Rats- und Brandglocke. Dann gehe ich weiter und wenn ich dann ankomme in der Türmerstube, dann packe ich meine Sachen aus und um 9:15 muss ich die Feuerwehr anrufen, um mich anzumelden, denn ich bin sozusagen auch heute noch das Auge der Feuerwehr und sichte Brände. Wunderschönen guten Abend, hier ist die Türmerin, ich melde mich von oben vom Turm. Jo, ich weiß ja Bescheid, der heiße Draht steht. Gut, bis dann. Jo, ciao. Und hier gehe ich dann immer raus. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich kann die Sterne fassen und sprechen mit dem Sturm. Ich banne die Gespenster und lebe fern dem Spott. Der Wind pocht an mein Fenster und spricht vom lieben Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Wörtern ausdrücken soll, ohne pathetisch zu klingen, aber hier oben fühlt man sich Gott wirklich näher. Es ist auch so, es klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen. Ich habe ein Foto von meinem verstorbenen Vater hier oben und auch dem fühle ich mich irgendwie näher. Er wäre auch sehr stolz auf mich hier oben, dass ich jetzt so einen exquisiten Beruf erwählt habe, der auch irgendwie ja was mit unserem Glauben zu tun hat. Für mich persönlich sehr wichtig. Um 9 Uhr selber dann gehe ich raus und tute das erste Signal in drei Richtungen. Und zwar ist das um 9 Uhr 9-mal tuten und dann um 9:30 wäre das nächste. Das wäre dann 2-mal tuten für die 2 angefangenen Viertelstunden. Und so geht das weiter bis um Mitternacht, da ist Feierabend. Das Tutsignal selber ist ein ganz ausgeklügeltes Zahlensystem. Zum Beispiel ist es ja um 9 Uhr nicht einfach nur 9-mal geblasen, sondern in Wirklichkeit 3x3, wenn man genaues wahrnimmt. Und da geht es dann einmal um die Zahlenmystik, dass die 3 ja für verschiedene Dinge steht, zum Beispiel für die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, ich bin evangelisch-lutherisch getauft und gehe auch jeden Sonntag in die Kirche, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Mir gefällt vor allem das Singen dabei und auch die erhebenden Worte, die mir dann wieder irgendwie gute Laune geben für die Woche. Türmer, du kannst träumen, oben bist du zu Haus. Türmer, Wind und Regen, deine Heimat ist der Turm, deine Freunde sind die Sterne. Über Dom und Prinzipal, über Schloss und überm Zoo. Deine Liebe gilt dem Horn und dein Blick geht in die Ferne. Und neunen bist du treu, ein Leben lang. Ich lese, wie gesagt, ich schreibe auch eigene Sachen, jetzt keine Bücher, aber ich schreibe Gedichte, die ich dann auch teilweise vertone. Ich habe meine Gitarre hier, meine Mandoline, manchmal mein Schifferklavier, meine Flötensammlung. Also mir ist es auch wichtig, dass ich die Eindrücke, die ich hier oben habe, den wunderschönen Ausblick, dass ich den irgendwie versuche zu verarbeiten, weil das hält so ein kleines Herzchen gar nicht aus. Es ist so wunderbar, es ist so schön, es wird nie Routine sein. Und das verarbeite ich dann eben künstlerisch.
dieses Blog und die Fotos, die ich veröffentliche und die lustigen Einblicke auch auf Facebook, das ist eine Möglichkeit, trotzdem teilzuhaben an dem Türmerleben hier oben. Ein Restmysterium bleibt natürlich immer. Man weiß nie alles, was hier wirklich vonstatten geht. Und ein bisschen geheimnisvoll möchte ich auch bleiben. Ich wünsche mir, dass alle Leute, wenn sie schon keinen physischen Turm haben, und vielleicht doch innerlich mal sich dieses Bild vorstellen, auf einen Turm zu gehen, mit jeder Stufe sich mehr von den Problemen des Alltags, diesen Nichtigkeiten zu entfernen und dann von oben auf alles runterzuschauen und sich die Dinge neu formatieren lassen. Man bekommt einen ganz anderen Blick. Musik.